Und was kommt von der Kanzlerin? Ihre üblichen Sprechblasen. Da sagt die Merkel, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz ist grammatisch genauso richtig wie sinnfrei. Sie regiert ja mit Sprechblasen. Inhaltslos. Achten Sie drauf. Und je inhaltsloser das, was die Merkel sagt, ist, desto energischer sagt sie vorneweg. Und deshalb sage ich bewusst, das ist ein typischer Merkel-Satz, oder? Und deshalb sage ich bewusst, ich meine, das muss einem ja auch gesagt werden, dass die Frau bei Bewusstsein ist. Das würde man ja sonst gar nicht mitkriegen. Manchmal. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst, das sind unsere Glückstage, meine Damen und Herren. Oder sie sagt, und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, also hier, nicht hier oder da, sondern hier, ich sage hier an dieser Stelle ganz bewusst, die könnte auch sagen, machen Sie doch. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach mal den Ton ab. Konzentrieren Sie sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von dem Loriot aus diesem Sketch. Ho, 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 ho,